Im Saale-Kraftwerk in Burgau werden im Jahr zwischen 4 und 6 Millionen Kilowattstunden durch Wasserkraft erzeugt. Der hier gewonnene Strom fließt in das Netz der Stadtwerke. Das Unternehmen entschloss sich vor 4 Jahren dazu, ausschließlich Ökostrom an seine Kunden zu verkaufen. Wir haben seit 2011, seit dem Atomunfall in Fukushima, gemerkt, dass die Leute, sprich unsere Kunden, ja doch mehr und mehr Interesse daran zeigen, wo kommt der Strom denn eigentlich her. Und ja, wir hatten 2013 schon thüringenweit die meisten Stromkunden, Ökostromkunden. Und ja, dann lag es einfach nahe, dann diesen Schritt zu tun. Und ja, das haben wir dann getan. Nach Angaben der Stadtwerke hat sich der Absatz seit der Umstellung auf 100% Ökostrom um rund 15% erhöht. Um den Kunden den grünen Strom genauer zu erklären, wird gern das Bild des Stromsees bemüht. Denn beim grünen Strom gibt es eigentlich rein optisch ein Problem. Ja, der Strom, der an der Steckdose halt dem Kunden zur Verfügung steht, ja, der ist ja nun mal nicht grün. Ja. Wir sagen einfach, okay, das Stromnetz, das europäische, kann man sich vorstellen wie ein See. Ganz viele Einspeiserkraftwerke, wie beispielsweise dieses Wasserkraftwerk hier, speisen halt Strom in diesen See ein. Und ja, alle Stromverbraucher, Sie und ich zu Hause, speisen halt aus dem See aus. Das eigentliche Saale-Kraftwerk wurde 1912 in Betrieb genommen. 3 Jahre zuvor kaufte die Firma Carl Zeiss die ehemalige Mühle in Burgau und errichtete direkt daneben das heutige Wasserkraftwerk. Die Geschichte des Standortes reicht aber noch weiter zurück. Die ersten Räder einer Mühle drehten sich schon im 12. Jahrhundert. Seit 1440 ist es amtlich auch bekannt, war es damals die Amtsmühle von Burgau. Und später, 1880, wurde die Mühle von einem tüchtigen Müllermeister Hugo Frommelt aus Sachsen gekauft und auch auf die ersten Turbinen umgebaut. 1938 erfolgte der Umbau des Saale-Kraftwerkes auf 3 Kaplan-Turbinen zu einem der modernsten der damaligen Zeit. Damit ein Wasserkraftwerk überhaupt betrieben werden kann, sind 3 Bestandteile nötig. Ein Fluss mit reichlich Wasser, eine Staustufe mit Fallhöhe und, damit Energiegewinnung überhaupt möglich ist, zu guter Letzt Turbinen. Jede Wasserkraftanlage ist eine Einzelanlage. Sie werden einzeln für die richtige Durchlaufmenge und auch für die Fallhöhe gebaut und auch langfristig für Lebensdauer gebaut. Wie diese wunderschöne alte Anlage hier aus 1938 und den Generator von 1912, sehen Sie, der läuft schon über 100 Jahre reparaturlos. Also das war beste Qualität. Man hat auf über 100 Jahre Lebensdauer gebaut. Insgesamt werden im Jahr rund 9 Millionen Kilowattstunden Strom aus Thüringer Wasserkraftwerken von den Stadtwerken eingekauft. Damit können gut 5000 Haushalte im Jahr mit Strom versorgt werden. Besonderes Augenmerk legen die Stadtwerke darauf, dass der grüne Strom von Wasserkraftwerken aus der Region kommt. Ja, zum einen sind wir natürlich hier in der Region fest verankert. Zum anderen ist es natürlich so, dass dort, wo Strom verbraucht wird, auch möglichst Strom erzeugt wird. Ja, das heißt, nur so lassen sich ja große Stromtrassen vermeiden. Und ja, wir möchten einfach, dass eben mehr und mehr regionaler Strom halt auch erzeugt wird. Und ja, das wollen wir stärken, die Wasserkraftanlagenbesitzer hier in Thüringen. Deshalb machen wir das. Durch den gestiegenen Absatz beim Strom sehen sich die Stadtwerke in ihrer Entscheidung bestätigt, nur noch Ökostrom anzubieten. Modern und zeitgemäß. Sogar mit einem Kraftwerk, das schon seit über 100 Jahren läuft.